So, weiter geht's. Hier rechts lang muss ich auch nochmal. Weil ich nicht weiß, ob hier rechts noch irgendwie was angelehnt war oder ob hier einfach nur die Küste dann kam. Muss ich mal kurz gucken. Okay. Sieht interessant aus, aber ich komme hier nirgendwo runter. Und ich komme auch dann am Endeffekt nicht mal hoch. Also lassen wir das erstmal. Das könnten wir rein theoretisch mal erkunden, wenn wir hier eingestoßen sind. So. Wenn wir jetzt hier unten sind, hier drüben geht es weiter. Da können wir rein theoretisch nur uns auf dieser Insel hier aufbauen. Also bis zur Hälfte der Insel. Ungefähr das Stück hier können wir, glaube ich, einsehen und den Rest nicht. Das können wir öffnen. Hier können wir rein. Ah, dann kommt hier die World Border. Ist auch hier zack zu. Also auf die andere Seite dürfen wir nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Warte mal. Das ist aber keine Brücke, wo wir sind. Wir sind gerade durch den Tunnel durchgelaufen. Das ist aber kein Tunnel, das ist aber ein Tunnel und keine Brücke. Ich vermute mal aber trotzdem, dass es das hier unten ist. Hier oben können wir langlaufen. Zumindest hier so. Hier konnten wir erkunden. Also hier können wir lang. Und hier. Wir müssten eigentlich wirklich nur maximal bis hierhin kommen wir maximal bis hierhin. Also das können wir nie einsehen, hier können wir nie hin und hier können wir auch komplett überhaupt nirgendwo hin. Okay. Au, 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 au. Hör auf damit! Das war auch komisch. Ich bin immer erst drinnen, dann bin ich auf dem Weg wieder weg und dann schießt das Ding auf mich. Wie gesagt, das hier will ich auch mal gerne lesen. Was kann ich nicht aufheben? Könnte ein Bug sein. Es sind schon mittlerweile vier, die hier rumgeistern. Und der fünfte ist dort hinten. Sehen, ob wir irgendwie so durch mit dem, weil eigentlich, so wie ich das mitbekommen hatte, konnte man mit dem Mikrofon, also mit dem Funkgerät hier, solche Satellitendinger orten. Weil die ja so eine Frequenz ausstrahlen. Eine Funkfrequenz. Oh, hier laufen aber gerade eben aktuell ganz schön viele Leute rum. Ach so. Alles klar, so kann ich es finden. Okay. Oh! Durch Zufall gesehen. Das ist aber nur der erste Teil vom Flugzeug. Oh. Ist ja cool. Tragisch.
Tragisch. Ist hier klein Timmy abgestürzt? Ein Tonkrug. Ah, hallo! Da bist du ja. Da stand drauf, nicht in die Klo, nicht ins Klosett springen. Find ich ein bisschen interessant. Hallo Fotografierter. So, fehlt nur noch einer. Ach so, nichts reinwerfen. Ich habe gedacht, man soll da nicht reinspringen. Hab mich schon gewundert, wozu man so ein Verbot braucht. Da hinten ist der. Ah. Okay. Das ist aber richtig hart gelandet hier. Ich sage aber trotzdem manchmal ein bisschen unlogisch. Ja, dass so ein Flugzeug beim Aufprall zerschellt. Ja, okay, alles kein Problem, kein Problem. Für mich ist es manchmal so unlogisch, dass da oben zum Beispiel auf dieser Spitze ist das Heck irgendwie abgerissen, hängen geblieben. Oder ist es schon im Flug so zerscherbelt oder ist es abgeschossen worden? Weil das sieht dann eher so aus wie Abschuss. Wenn die Dinger so zerrissen sind. Ja, mein Rechner, der sagt wieder gerade eben, es heiß. Der läuft auch gerade wieder aktuell bei 63 Grad. Ist wirklich nicht gerade kühl. So, den Missionspunkt hatte ich dort oben hinten irgendwo gesehen. Hier hinten hatte ich ihn irgendwo gesehen. Oder da hinten. Da hinten. Na, wie gedacht, ich hätte jetzt auch als nächstes hier oben drauf gesucht. Hier oben. Weil es genau das, was ich vor uns noch nicht erkunden konnte. Ich frage mich aber auch, wie nah ich zum Beispiel an so einem Sendepunkt dran sein muss, damit ich das empfangen kann, das Signal. Okay. Wieder verkehrte Taste. Muss ich auch nochmal in jeden Hotspot gehen und mal gucken, ob irgendwo noch irgendwo was war. So, erstmal heilen wieder. Erstmal was trinken. Was passiert, wenn ich eigentlich einen Whisky reinhaue? Ich glaube nicht viel.
Bin ich jetzt besoffen? Ich frage ja, weil ich gerade eine Flasche Whisky gesoffen habe. Ich frage ja nur. Ach, da bist du ja. Der Letzte. Bitte recht freundlich. Schatztruhen freigeschaltet. Yay. Aber erstmal gehen wir jetzt da rein. Achso, warte mal. War das der letzte Lager? Das war doch ein Lagerpunkt, oder? Ich fotografiere einfach mal. Nö. Nö. Schade. Ja, dann weiß ich noch nicht, welches die letzten zwei Fotos sein sollen. Hab ich doch. Also die Kürbisse habe ich doch schon gefunden. Passwörter 24, 65, 34, 67, 87, 18, 12, 65, 11. Okay. Was haben wir hier? Angestellten-Tagebuch. Der erste Schalter funktioniert einwandfrei. Wir haben Dynamik. Alle Instrumente leisten mindestens 9% mehr. Davon konnten wir vorher nicht einmal träumen. Ich habe mir sogar ein bisschen Sorgen gemacht. Ich weiß nicht. Etwas Vegetatives, Tinnitus und farbige Flecken. Achso. Vegetatives Tinnitus und farbige Flecken vor meinen Augen. Ich will nicht ohnmächtig werden. Wenn es gerade losgeht, und was sind das für seltsame Nebeneffekte? Ich bekomme Gänsehaut, als wäre ich ein Adrenalin-Junkie. Ich sollte nach meiner Schicht zur Krankenschwester gehen und mir ein paar Pillen zur Beruhigung besorgen. Und wo zum Teufel ist das? Ist der SWAT-Typ? Mit dem Klemmbrett. Verdammt, ich hasse es, mit einem Stift zu schreiben. Er quietscht. Sieht doch so aus, als hätte man hier alles vollgeschrieben. Zumindest die Wände sehen so aus. Vor allem, warum haben wir so viel Lebensmittel gerade hier drin? Und vor allem, warum hatten wir, wo wir hereingegangen sind, nochmal das mit den... Okay. Oha. Mit den hier... Na sag schon, mit dem Hinweis der Schatztruhen. Oder auf die Schatztruhen. Mal. Zack. So, was haben wir hier? Angestellten-Tagebuch 1. Es ist immer dasselbe. Je länger wir an Pendel arbeiten, desto mehr Probleme gibt es. Es wird alles immer teurer und die Vorgesetzten sind unzufrieden. Natürlich wollen wir sofort Ergebnisse sehen.
Ich weiß nicht. Vielleicht läuft es beim Militär so. Jemand gibt den Befehl und zieht dir Augenbrauen zusammen, damit alle einen Aufstand machen, losrennen und in einer Stunde alles erledigt haben. Aber nicht in der Wissenschaft. Wir haben den Sender schnell zusammengebaut, aber die Kalibrierung war so kompliziert, dass mir der Schädel brummte. 7 Versuche und kein Ergebnis. Genauso beim letzten Mal. 29 Sekunden, keine Reaktion. Es sieht so aus, als würde es nichts. Es würde das nichts. Wir wissen nicht, ob es an der Frequenz oder an der Leistung liegt. Schon gut. Wir schaffen das schon. Ich wünschte, sie würden uns nicht ständig kontrollieren. Tja. Sowas kommt leider so von sowas. Wissenschaft und Militär kommt nie auf einen grünen Zweig, weil die wollen Ergebnisse. Punkt um. Eigentlich das Scharfschützengewehr hier drinnen, hättest du hören müssen, bis zum Skate nicht mehr. Und wieder Pistolenmunition. Und auf die Tür. Hier. Ein Server Room. Das ist aber ganz schön alter Serverraum. Ah, da ist noch ein Zettel. Angestellten-Tagebuch Nummer 5. Ich kann kaum etwas sehen. Ich meine, ich kann kaum etwas sehen, aber ich weiß nicht, wo ich jetzt bin. Ich bin wohl immer noch im Labor, aber es scheint zu einer anderen Welt zu verschmelzen, die immer realer wird. Ich will nicht hier sein. Gott, ich habe solche Angst. Ich weiß nicht, ob ich den Verstand verloren habe oder alles real ist. Es kommt von überall her, Geräusche, Bilder, Licht. Das verdammte Licht tut mir in den Augen weh. Und die Stimmen. Ich weiß nicht, was sie sagen, aber sie sprechen so eindringlich. Sie verlangen, dass ich vergehe, weggehe. Jeder gibt uns eine Chance. Mike, Joanne, Claire. Wo sind sie alle? Lange nicht gesehen. Nur Licht. Hoffentlich kann ich das alles aufhalten. Aber wir müssen zurück. Gehen. Licht. Macht das Licht aus. Okay. Ich gebe mein Bestes damit. Ich habe ein bisschen zu lange auf dem Fußboden gestarrt, die ganzen Punkte da. Jetzt habe ich solche scheiß weißen Striche da. Okay, was haben wir hier drin? Essen. Dosengemüse. Metallschrott. Ich glaube, ich hätte mein Inventar definitiv, bevor wir hier reingegangen sind, nochmal entleeren müssen. Warum ist denn es jetzt hier so dunkel? Rockt. So, das sind diese Codes, die ich eingeben soll.
Es ist nicht mehr so dunkel. Ach. Ja, die ist auch nie geladen. Sowas kommt von sowas, wenn man unbereitet in den Kampf gehen will. Hier ist noch ein Zettel. Angestellten-Tagebuch Nummer 6. Dann sind wir hier auch nicht dort, wo wir vor uns waren. Da muss ich nochmal kurz zurück. Es ist so schön, wieder da zu sein. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. So ist es doch, als hätte ich kein Kaleidoskop mehr vor den Augen. Und die Echolot-Kopfhörer abgesetzt. Solange ich die Stimmen nicht höre, kann ich die Spuren nicht sehen. Die Schwankungen und Lichtwellen blenden mich nicht vorerst. Es war schwierig, in den seltenen Momenten der Erleuchtung die Resonanz der Emissionen zu brechen und die Signatur neu zu programmieren. Unvorstellbar schwierig. Ich habe 5 Minuten Zeit, nicht mehr. Dann geht die Anlage wieder in Betrieb. Die Berechnungen sind auf meinem Computer gespeichert. Sie werden es herausfinden. Es sei denn, du kommst hier rein und liest meine Notiz. Denk daran, dass du das Labor nicht ohne Schutz verlassen kannst. Versuch es gar nicht erst. Sonst endest du wie der Rest von uns. Die einzige Chance ist, verdammt, es geht wieder los. Nein, ich will das nicht mehr. Da ist eine Waffe im Safe. Leb wohl. Allerseits, macht nicht dieselben Fehler wie wir. Leb wohl, Claire. Okay, also irgendwie haben die wieder so ein Zeitanomalie-Dings wohl hier gemacht oder keine Ahnung was. Experiment. Genau, hier bin ich hochgekommen. Und irgendwo war ich vor uns lang gelatscht. Vor uns war ich noch hier irgendwo lang gelatscht. Da bin ich erstmal wieder zurückgegangen. Genau hier. Hier hinten lang. Jetzt hier die Codes eingeben, ne? Log, Notizen, Passwörter, 2465. Angestellten-Tagebuch Nummer 3. Jetzt kommt das alles, was die ganzen letzten Folgen gefehlt hat. Das Lesen. Angestellten-Tagebuch Nummer 3. Mike ist nicht mehr zur Besinnung gekommen. Immer neue Stimmen, die flüstern. Der Beamte meinte, sie mussten ihn erschießen. Tut mir leid um das Tablet. Hoffentlich finden sie die Notizen und lesen sie. Anruf zu Hause. Niemand hebt ab. Auch nicht Claire. Nicht jeder hinterlässt Spuren.
die Silhouetten einer Gestalt in der Luft. Ich kann sehen, wann sie kommen. Es dauert 1 oder 2 Minuten. Ich versuche, meine eigene Spur im Spiegel zu sehen, aber ich kann sie nicht sehen. Die Stimmen flüstern wieder. Ich verstehe es nicht. Diese endlosen, seltsamen Geräusche und die Stimmen, so viele. Ich verstehe sie nicht. Was sie mir sagen wollen. Der Laborangestellte ist tot. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Eine rote Spur. Ich glaube, er wollte nicht sich die Augen auskratzen. Nach Hause, Claire. Nach Hause. Nach Hause. Ich will nach Hause. Okay, also die haben wirklich so ein Experiment hier stattfinden lassen. Könnte sogar wieder so ein Extremexperiment sein, wo die versucht haben, entweder mit einer anderen Welt oder so Kontakt aufzunehmen. Oder mit dem Jenseits. Keine Ahnung, mit was auch immer. Hui. Aliens! Nein, es müssen nicht immer Aliens sein. So, da hinten muss ich jetzt lang. Ein Überfahrschutz. Genau, achso, das ist das Ding. Das ist der Ausgang, das ist das Ding. Genau, das ist jetzt die andere Seite. Was sind das? Cooking Tools. Okay. Foto freigeschaltet. Finde ich okay. Was haben wir denn hier alles? Kann ich die Süßigkeiten essen? Lass mal Diabetes Stufe 3. So, und dann erstmal hier den Funk abhören. Ist nur das eine Gerät hier? Okay. Zerkloppen wir das mal. Sind immer noch nicht alle. Ja, ich weiß. Das brauchst du mir jetzt nicht immer wieder sagen. Ich habe die jetzt alle gefunden. Ich kann jetzt alle Schatzkisten öffnen. So, da waren wir ja schon. Da sind wir auch schon gewesen. Jetzt ging es nämlich hier weiter. Und irgendwo hier war auch noch eine grüne Tür. Die sind wieder da. Hallo. Aber irgendwo war noch hier oben noch eine grüne Tür. Hier war ich auch schon drinne vor uns. Dann bin ich dort rein. Dann war ich hier rum. Genau, dann ist es dunkler geworden. Und jetzt muss ich nämlich anfangen, diese Türen zu öffnen, alles. So, den ersten Code haben wir ja schon verbraten. ...3487. Nee. 1812. Angestellten-Tagebuch, Hashtag Nummer 2. Jetzt wird es vielleicht einfacher. Der Oberst hat versprochen, das Problem mit dem Strom zu lösen. Mit Diesel schaffen wir es nicht. Also müssen wir etwas Interessanteres auf die Insel bringen.
Ich habe gefragt, was sie sich da oben ausgedacht haben. Aber die Techniker der Versorgungsabteilung dürfen nichts sagen. Behaupten sie zumindest. Also ob man das nicht erraten könnte. Ist doch klar, dass Windturbinen und Pontons nicht ausreichen werden. Und einen Generator von Grund auf zu bauen, das wird Monate dauern. Und was für ein Ölkraftwerk, ein Kohlekraftwerk, lächerlich. Also, jeder halbwegs begabte Ingenieur könnte das erraten. Ist doch ganz einfach. Und man muss auch nichts geheim halten. Die Hauptsache ist, dass man in der Stadt nichts davon erfährt. Also die haben auch hier übelste Energieprobleme, um das hier zu bewerkstelligen alles. Aber es ist alles strengste Geheimhaltung. Hochinteressant. Guckt euch das mal oben an. Da hat sich irgendwie hinter den Wirbeln neue Wir entweder eine zweite Reihe mit Wirbeln gebildet oder keine Ahnung was. Sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Weil das sieht aus wie die normalen Wirbel. Und hier hat sich noch irgendwas dahinter gebildet. Ja, sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Ja. So, erstmal wieder geheilt. Ich weiß, jetzt seht ihr hier gerade sehr, sehr wenig bis gar nichts. Auch interessantes Licht. Es steht da und leuchtet nicht. Okay, das sieht aus wie so ein Weg in die Krankenstation oder irgend sowas. Tabletten und Apfel. So, hier machen wir erstmal die Tür auf. So. Dass es aber immer sofort gleich gezoomt ist, das ist auch widerlich. Was ist hier drin? Achso, noch die Tabletten. Den Apfel essen wir erstmal. So, was ist hier? Eine Flasche Wasser. Ich weiß nicht, ob ich das Wasser hier wirklich trinken sollte, was hier überall rumliegt. Und diese Kameraperspektive erinnert mich jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, an Outlast. Das mit diesem leichten Grissel drauf. Ja, ist wirklich so was wie eine Krankenstation gewesen. Oder ist eine Krankenstation.
liegt wirklich einer drunter. So, jetzt gibt es nur noch zwei Codes. Das ist auch interessant. Es gibt jetzt noch zwei Codes, die ich eingeben kann, aber ich habe aber nur drei Türen gefunden. 3487. Oder die andere, die letzte, die unten. 6511. Oha. Ich fühle mich hier gerade sehr unwohl. Also das ist hier keine Krankenstation, das ist eher so eine Entsorgungsstation für die toten Körper. Und vor allem jetzt, ich habe den Bunker jetzt erforscht. Baugewächshäuser. Ja, wollen wir jetzt nicht erstmal weiter drüber reden, was ich hier gerade gefunden habe? Baugewächshäuser. Ja. Wie gesagt, eine Tür habe ich auch noch nie gefunden, noch nie geöffnet. Aber ob jetzt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber rein theoretisch habe ich alle sechs Angestellten-Tagebücher gefunden. Das Interessante ist, mir fehlt nur noch ein Foto und ein paar von diesen hier Relaisstationen. Ansonsten haben wir eigentlich alles. Wieso hatten wir jetzt auf einmal so viel Hunger und Durst bekommen, nur weil wir hier hochgeklettert sind? Macht ja auch ein bisschen gar keinen Sinn. Alle fünf Kürbisse haben wir gefunden. So, was haben wir? Was fehlt uns eigentlich noch? Achso, baue Gewächshäuser, erkunde das Flugzeug, zerstöre 10 Signale, nimm alle Fotos auf, die im Log aufgeführt sind. Also ja, wir haben eigentlich fast alles. Das Flugzeug hatten wir auch schon mal gefunden. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem wird eher werden, das nochmal wiederzufinden. Ich hätte gerne mal eine Anzahl gehabt, wie viele wir von diesen Relaisstationen schon gefunden haben. Damit ich ungefähr weiß, wie viele wir noch suchen müssen. Achso, hier können wir nicht durchlatschen, ne? Also haben die sogar noch hier eine experimentelle Energiequelle benutzt, um genügend Energie zu fördern.
Jürgen, bist du das? Das war nicht Jürgen. Weil hier auf dem Schrottplatz habe ich vor uns, glaube ich, gar keine gefunden, ne? Ja, wir müssen da hingehen, das weiß ich. Hatten wir hier noch irgendwie eins übersehen? Weil ich wusste ja, dass es ja hier welche gab. Aber hier hatten wir doch eigentlich alle beide gefunden oder eins? Aber ja, wir hatten ja beim Flugzeug mitten in der Pampa eins gefunden. Und bei der ersten Stelle, wo wir welche suchen sollten, also finden sollten, haben wir da auch, glaube ich, alle gefunden. Naja. Erstmal nach Hause und dann Gewächshäuser bauen. Und dann irgendwann mal alles abwerfen und dann nochmal hier die Dinger suchen. Falls hier welche da sind. So, wieder zumachen. Okay, kann ich nicht alles nehmen, alles klar. Na dann, als nächstes bauen wir Gewächshäuser.